April zur Theresa. Theresa, bitteschön. Umdrehen und großer Applaus auch nochmal für dieses Musik. Also, Theresa, komm mal ganz kurz zu mir rüber, dann machen wir auch bei dir noch ein kleines Interview. Und jetzt darfst du mal selber erklären, welcher Superheld bei dir zu sehen ist. Ich bin der Superheld Thor, weil da hat einen roten Umhang und einen Hammer. Was habt ihr denn nach dem Shooting dann mit dem Hammer gemacht und beziehungsweise mit dem Umhang gemacht? Nach dem Shooting? Ja. Das haben wir dann wieder aufgeräumt, also das haben wir dann wieder aufgeräumt. Man hätte ja sagen können, dass du vielleicht als kleine Erinnerung irgendwie den Umhang mit nach Hause nehmen kannst. Dann haben wir alles da gelassen. Erzähl ganz kurz nochmal, Wecker sieht gut aus und nimmt noch ein paar Wolken. Wie war bei euch das Shooting? Hat es gut geklappt oder hat es auch schon ein bisschen gelacht? Es hat alles gut geklappt. Wir hatten auch so schönes Wetter und es ging eigentlich relativ schnell. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Sehr gut. Und deine Verbindung zur Landwirtschaft, wie aktiv bist du als Landwirtin? Ich bin Betriebshelferin. Genau, und da komme ich halt auch viel rum, verschiedene Betriebe. Und derzeit bin ich jetzt in einem Milchviehbetrieb mit 80 Kühen. Genau. Bin da hauptsächlich beim Melken. Heißt aber auch bei dir, du wirst auf jeden Fall landwirtschaftlich weiter eine große Rolle bei dir in deinem Leben spielen. Ja, ich muss auf jeden Fall weitermachen. Ich mache so meine Meisterstudie nebenbei und ja. Wer war eigentlich der oder die Erste, dem du das Motiv gezeigt hast, als dann so die Vorauswahl ging? Ich habe es eigentlich gar niemandem gezeigt. Also ich hatte es auch noch nicht, weil ich nicht wusste, welches Bild die auswählen. Und dann, seit gestern, habe ich es dann eigentlich das erste Mal meine Freundin geschickt. Okay. Und alle sind begeistert? Ja. Erika, auch bei dir. Wen stellst du da? Ich bin Wolverine. Also Wolverine, den kennt man, das ist der, der diese langen Zacken an den Händen hat. Und deswegen sieht man auch dieses Gartengerät bei dir in der linken Hand und dann auch eine Jacke in der anderen Hand. Das soll also Wolverine sein. Wie bist du zufrieden? Muss man natürlich schon auch alle Damen fragen. Ich bin zufrieden. Also man kann offensichtlich mit dem Gewächshaus ganz gut aussehen. Wie war in dem Fall beim Gewächshaus das Shooting, aber dürfte auch kein größeres Problem gewesen sein? Nee, wir waren auch recht schnell fertig. Also ich denke, es war eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist sehr kurzweilig. Ging schnell, ja. Erzähl nochmal, was war für dich der Hauptgrund zu sagen, ich möchte mal Kalenderhörer sein, ich möchte mich da bewerben, mal schauen, ob ich genommen werde, ob ich drankomme? Ach, ich denke eher, das ist immer, wenn sich jemand entscheidet und sagt, das ist schön, die können wir ein schönes Foto machen, wenn wir mal in den Kalender rein. Und mit dem Ergebnis bist du zufrieden? Deine Verbindung zur Landwirtschaft? Ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Ich habe mich für einen anderen Beruf entschieden und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Also der Rückweg in die Landwirtschaft ist zumindest nicht verschlossen. Genau, es gibt die Option. Wie war es bei dir? Wen hast du, wir haben es ja gerade gehört, wie hast du das Foto zum ersten Mal gezeigt? Also wer war so der Erste, der gesagt hat, gefällt mir nicht, finde ich ganz ordentlich? Ich habe es gleich meinem Freund und meiner Schwester geschickt. Und was haben beide gesagt? Schön, haben sie gesagt. Ich glaube, das Kompliment, das kann man nur zurückgeben. Dann herzlichen Dank und nochmal großer Applaus. Dankeschön für den Mann.